Der letzte Spieltag in der Flyalarm-Frauen-Bundesliga steht an und die Eintracht aus Frankfurt vor einer tollen Kulisse mit 4.520 Fans haben zu Gast den SV Werder Bremen. Für Bremen ist der Klassenerhalt sicher, für Frankfurt geht es noch um was, und zwar um den Einzug in die Champions League, um Platz 3 in der Tabelle. Und sie präsentieren sich schon gleich von Anfang an sehr gut. Sie haben den Willen und das Selbstbewusstsein. Toller Pass hier von Lara Praschnika auf Nicola Njoni und die macht ihn einfach rein. 1:0 für Eintracht Frankfurt. Praschnika hier sehr schön gesehen und Njoni dann mit der Ruhe am Ball und mit ihrem vierten Saisontor. Weiter ging es in der 23. Minute. Nach der frühen Führung wollte Frankfurt noch mehr, hat weitergemacht. Aber klasse Parade hier von Anneke Borbe nach diesem Schuss. Wieder Vorlage Praschnika. Und dann ist da Sjoke Nüsken, die an der Torhüterin hängen bleibt. In der 47. Minute hat auch Bremen mal ein bisschen was gezeigt. Die haben nicht schlecht gespielt, aber Eintracht, klar die bessere Mannschaft. Aber hier eine Chance für Michelle Ulbrich. Kurz vor der Pause. Und dann in der Pause war Laura Freigang nicht ganz so zufrieden, weil ein 1:0 reicht halt nicht. Das kann auch schnell zu Ende gehen. Sie kamen aus der Halbzeit und wollten gleich noch mehr. 49. Minute wieder Sjoke Nüsken mit dem Kopfball, der aber nach oben statt nach vorne geht. Aber dann hat Bremen auch ein bisschen gespielt, aber Frankfurt hat nicht so viel zugelassen. Und in der 58. Minute dann Lara Praschnika mit einer schönen Vorlage und Freigang mit dem 2:0. Da war der Knoten geplatzt, da war die Freude groß. Schön zusammengespielt. Lara Praschnika erhöht ihre Scorerpunkte und Laura Freigang erhöht auf 11 Saisontore. Das war aber noch nicht genug für die Eintracht aus Frankfurt. In der 63. Minute ging es gleich weiter. Toll gemacht von der eingewechselten Geraldine Reuteler, die da den ganzen Weg alleine macht. Und dann Nüsken. Sie macht ihr Tor doch noch nach so vielen Kopfbällen in diesem Spiel, die sie vor dem Tor nicht reingemacht hat. Dann das 3:0. Und das war auch wieder sehr schön kombiniert und toll gesehen von Geraldine Reuteler. In der 87. Minute war es aber noch nicht vorbei. Frankfurt wollte noch mal einen drauflegen und sie machen es wieder mit Laura Freigang. Doppelpack von Laura Freigang. Mit 12 Saisontoren schließt sie diese Spielzeit ab und kann sich freuen. Und auch hier war es Geraldine Reuteler, die die Vorlage gebracht hat. Und dann war das Spiel aus. Und die Eintracht aus Frankfurt schafft den Platz 3. Sie schaffen den Einzug in die Champions League. Und sie dürfen sich freuen. Auch Trainer Nico Anautis. Mir fehlen selten Worte. Aber das, was wir heute jetzt erlebt haben, war das, wovon wir geträumt haben. Und es ist einfach unbeschreiblich. Die Mannschaft hat sich das verdient. Ich glaube auch, dass wir über das ganze Jahr die Mannschaft waren, die auf dem Platz stehen wollte. Unglaublich. Also ich muss sagen, es war auch die Saison auf und ab. Wir waren konstanter als die letzten Saisons. Ich finde, wir haben ja im Großen und Ganzen uns das wirklich verdient. Zwischendurch habe ich mal kurz gedacht, oh, das wird knapp. Aber heute dann bei der Kulisse, da war eigentlich kein Zweifel, dass wir hier alles geben. Und ich bin einfach überglücklich, dass wir es geschafft haben. Sie haben eine klasse Saison gespielt, dürfen zu Recht feiern. 4:0 ging es aus, Frankfurt gegen Bremen. Bremen hatte keine Chance. Und die 4.520 Fans feiern mit. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.